Nach der Blamage in der letzten Episode der Four Seasons to Glory Serie hatte der FC Bayern die letzte Chance, den BVB zu stürzen. Leider haben sie es nicht genutzt und nun muss es der VfL Wolfsburg richten. Schaffen sie es heute, in 3 Saisons den besten Kader zusammenzustellen, um in der 4. Saison nach diesem Punktesystem die meisten Punkte zu holen und den BVB auf dem Platz 1 zu stürzen? Das Ganze erfahrt ihr in diesem Video. Lasst doch gerne ein Abo da, liked das Video und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. So Freunde, ich muss das alles hier nachkommentieren, weil es einen Fehler gab bei der Aufnahme. Brügger haben wir verliehen, Castells verkauft, dann Lunin haben wir als Ersatztorhüter neu gekauft, also anstelle von Castells im Kasten, Gerhard verkauft, Becinovic verliehen, dann João Neves als neuen Mittelfeldmann gekauft, wie auch Lenny Yoro, also 2 Wahnsinnstalente für 50 Millionen geholt, das wird sich auszahlen für die 4. Saison, glaube ich. Dann haben wir Sepp Bornau verkauft, Lainez verkauft und dann Maximilian Arnold verkauft. Ja, wir brauchen das Geld, der Mann ist alt und Alejandro Garnacho war dann der letzte Transfer für das linke Mittelfeld und wir haben dann noch Kevin Paredes verliehen. So sieht die Startformation für die erste Saison aus. Ich habe das Gefühl, wir könnten ziemlich viel erreichen mit diesen Männern. Natürlich weiß ich schon, weil es jetzt nachkommentiert ist. Aber das war mein Gedankengang, als ich diese Startformation angeschaut habe. Ich würde sagen, wir sehen uns am Ende der ersten Saison wieder. Man beendet die Saison auf dem 4. Tabellenplatz. Das heißt, man spielt in der nächsten Saison einfach Champions League. Überragend für den VfL Wolfsburg. Den DFB-Pokal konnte man ebenfalls gewinnen. Im Finale gegen Borussia Dortmund. Also schon den ersten Titel eingefahren. So sieht die Startformation nach der ersten Saison aus, hat sich super weiterentwickelt. Mele ist der Mann, den man wahrscheinlich abgeben muss, weil er einfach sich nicht so weiterentwickelt hat und auch ein bisschen zu alt ist im Vergleich zum Kader. Das war's mit der ersten Saison und ich würde sagen, wir sehen uns am Ende der nächsten Transferperiode wieder, denn es heißt Champions League. So, wir sind am Ende der zweiten Transferphase angekommen und wir schauen direkt rein, was wir so gemacht haben. Wir haben Jürgensen als neuen Ersatztorhüter geholt, Scalvini als neuen Innenverteidiger, dann Klinger verkauft, Schulze verkauft, Waldschmidt verkauft, Franjic verkauft, Lukas Metscher verkauft, Rogerio verkauft, Bene Brügger verliehen, Bialek verkauft, Joachim Mille wie angekündigt verkauft in Richtung Turin, dann Ambrosch verkauft, Lacroix verkauft und dann als neuen Linksverteidiger Udogie. Und als neuen Stürmer Joshua Zirkzee. Somit sieht unsere neue Sturmformation folgendermaßen aus. Ich bin richtig zufrieden. Alle sind gleich auf einer 80, außer Scalvini. Aber der Typ hat ein Wahnsinnspotenzial. Und ich würde sagen, wir springen ans Ende der zweiten Saison. So, Freunde, wir sind am Ende der zweiten Saison angekommen. Und ich bin gespannt, was die Jungs so erreichen konnten. Wir gehen direkt rein in die Tabelle. In der Bundesliga wurde man wieder Vierter. 62 Punkte. Dieses Mal auch mehr Punkte Abstand zum Meister. Der FC Bayern München. Ja, im Vorjahr konnte man den Titel holen im DFB-Pokal, aber dieses Mal scheitert man in Runde 2 am VfB Lübeck. Man hat diese Saison Champions League gespielt und man konnte in der Gruppenphase weiterkommen, musste sich aber dann im Achtelfinale dem FC Barcelona geschlagen geben. So hat sich die Mannschaft in dieser Saison weiterentwickelt. Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Entwicklung von Scalvini. Nur auf einer 80 hoch hat wahrscheinlich nicht so viel gespielt. Müssen wir wahrscheinlich schon wieder verkaufen. Dann haben wir halt die Schwachstelle auf der rechten Seite mit Wemer und Baku. Da müsste man vielleicht auch ein Upgrade machen für die nächste Saison. Aber der Rest der Mannschaft sieht richtig gut aus. Auch Joshua Zirkzee schon auf eine 85 hoch. Macht richtig Bock mit der Mannschaft. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns am Ende der dritten Saison, also am Ende der Transferphase der dritten Saison wieder. Die dritte Transferphase ist zu Ende und ich stelle euch jetzt die Transfer vor. Wir haben Kaminski verkauft, Czerny verkauft, Fischer verkauft, Baku verkauft, dann Anor Martinez ist der neue Rechtsverteidiger. Dann Cole Palmer ist der neue rechte Mittelfeldspieler. Scalvini haben wir dann auch noch verkauft. Der hat sich ja nicht so entwickelt, wie er hofft. Da haben wir jetzt Gabriel als neuen Innenverteidiger geholt. Ebenfalls von Arsenal. Also hier direkt einen Tausch gemacht. Dann Brügger hat sich noch verkauft. Denn ja, der Typ hatte eine Freigabesumme. Somit sieht die Startformation für die dritte Saison folgendermaßen aus. Diese Saison ist so wichtig für uns. Denn wenn wir uns jetzt für die Champions League qualifizieren, haben wir die beste Möglichkeit, in der nächsten Saison möglichst viele Punkte zu holen, um Dortmund von der Spitze zu treiben. Leider schaffen wir es nicht als Trainer bis in die vierte Saison beim VfL Wolfsburg. Sie haben uns entlassen im Verlauf der dritten Saison. Somit sehen wir uns am Ende der vierten Saison wieder, wo man die Punkte zu
zusammenzählt. So Freunde, die vier Saisons sind vorbei und ich bin gespannt, ob der VfL Wolfsburg Borussia Dortmund geknackt hat. 38 Punkte sind die volle Punktzahl, 35 muss man holen, um Dortmund zu schlagen. Ich bin gespannt, somit starten wir jetzt mal rein in die Tabelle. Und wir starten direkt rein mit der Bundesliga-Tabelle und wir sehen, der VfL Wolfsburg wurde nur Vierter. Das heißt, es gibt hier 18, 17, 16, es gibt 5, 10 Punkte. Das heißt, man müsste jetzt den DFB-Pokal und die Champions League gewinnen, um gleichzuziehen mit Borussia Dortmund. So, wir gehen rein in den DFB-Pokal. Können wir hier die Punkte holen? 5 sind es an der Zahl. Der erste holen wir gegen den SC Freiburg. Dann Runde 3 gegen Bayern. Der zweite Punkt, somit Punkt 17 in der Four Seasons to Glory Bundesliga-Tabelle. Dann im Viertelfinale gewinnt man gegen Hansa Rostock mit 4:0, somit Punkt 18. Halbfinalsieg gegen Union Berlin, Punkt 19. Und jetzt muss man das Finale gegen Frankfurt gewinnen und das macht man auch und somit hat man jetzt 20 Punkte und wenn man die Champions League gewonnen hat, dann zieht man gleich mit Borussia Dortmund. Also es wird spannend, wir suchen jetzt die Wölfe. In welcher Gruppe waren sie? Sie waren in Gruppe H und sie wurden Zweiter, somit sind sie im Achtelfinale, das heißt 3 Punkte mehr, somit Punkt 23 eingefahren. Nun geht es rein ins Achtelfinale. Da sehen wir nicht auf der ersten Seite, sondern auf der zweiten. Und sie haben gewonnen im Elfmeterschießen gegen Paris Saint-Germain. Das heißt Punkt 26. Nun geht es rein ins Viertelfinale. Und dort hat man RB Leipzig rausgehauen und somit Punkt 29 eingefahren. Nun geht es weiter ins Halbfinale. Kann man das gewinnen? Und man gewinnt es gegen den FC Barcelona und trifft im Finale auf Manchester City. Jetzt hat man 32 Punkte. Wenn man dieses Champions League Finale gewinnt, dann zieht man gleich mit Borussia Dortmund. Und wir hätten, je nachdem, 2 Sieger in dieser Four Seasons Bundesliga to Glory. What the fuck, den Namen falsch ausgesprochen. Four Seasons to Glory Bundesliga Tabelle. Und wir gehen rein ins Finale. Haben sie gewonnen, ja oder nein? Und Wolfsburg gewinnt das Finale mit 2:0 und somit ist der VfL Wolfsburg auf Platz 1 zusammen mit Borussia Dortmund. Und ich stelle den VfL Wolfsburg vor der Dortmund, weil sie einfach der kleinere Verein sind. Wir sind am Ende des Videos angekommen und mein Elgato macht komplette Faxen, dass hier gar nichts mehr wirklich funktioniert. Deshalb, ja, Like da lassen, abonnieren nicht vergessen und ich hoffe, in Zukunft wird alles besser. Somit ist das hier das Ende des Videos. VfL Wolfsburg und Dortmund auf Platz 1 und somit ciao, ciao.